Euer Hochwohlgeboren melde ich ganz gehorsamst, dass das Dorf Maomu abgebrannt ist. Die Einwohner waren vorher aufgefordert, mit mir zu verhandeln. Da sie den Pflanzungsleiter Rehbein an seiner Plantagearbeit hindern, brannte ich daraufhin das Dorf ab. Diese Nachricht schickte ein Untergebener des deutschen Gouverneurs aus Afrika an seinen Vorgesetzten. 1884, Beginn der Kolonialzeit in Kamerun. Es hat Gesellschaften zerrüttet, es wurden Traditionen kaputt gemacht, es hat ein kultureller Kontext ist zerstört worden. Die deutschen Kolonien, die Herrenmenschen, behandeln die Afrikaner arrogant und herablassend, versuchen ihre Weltanschauung zu übertragen, enteignen Gebiete und treiben die Rassentrennung voran. Es war eigentlich jahrelange Misshandlung, also jahrelange Menschenrechtsverletzungen. Es ist die dunkle Seite des Kolonialismus, mit der sich der Installationskünstler Henrik Langsdorff auseinandersetzt. Lange in New York gelebt und gearbeitet, hat ihn die Corona-Pandemie zurück in die Heimat gebracht, nach Ahnatal bei Kassel. Hier hat er ein Jahr recherchiert, hunderte Stunden Arbeit investiert in ein Projekt, das auch ihn persönlich betrifft. Ich bin mit einer Frau aus Westafrika verheiratet und habe auch eine afrodeutsche Tochter. Und das ist auch die Gesellschaft, in die sie jetzt hier reinwächst, wenn wir hier länger leben. Und es ist mir einfach eine Herzenssache. Dazu hat er eine ganze Reihe von Kunstprojekten ins Leben gerufen. So sind zum Beispiel in der Kasseler Innenstadt Plakate von Künstlerinnen aus ehemaligen Kolonialgebieten zu sehen, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Alles unter dem Titel Blind Spots in the Sun. Er will die blinden Flecken in unserer Wahrnehmung freilegen. Rassismus ist nicht etwas, was beschränkt ist auf Neonazis. Das ist etwas, was in den Köpfen vieler Menschen drin steckt. Wenn sie einfach bestimmte Stereotype weiter verwenden oder wenn sie immer wieder schwarze Menschen, die in Deutschland geboren sind, akzentfrei Deutsch sprechen, fragen, wo kommst du eigentlich her? Im Mittelpunkt seiner Auseinandersetzung steht König Rudolf Douala Mangabel. Er ist eine afrikanische Ikone, wird als Widerstandskämpfer in Kamerun verehrt. Rudolf. Vater hat mir diesen deutschen Vornamen gegeben. Er will, dass ich das Deutschsein einstudiere. Um die zu Beginn gewollten Geschäftsbeziehungen zwischen Kamerun und Deutschland zu festigen. Rudolf studierte sogar Recht in Deutschland, als Freund der Deutschen geschätzt und später als Verräter hingerichtet, von eben diesen deutschen Freunden. Sein Verrat? Der friedliche Widerstand gegen die Vertreibung seines Volkes von ihrem angestammten Platz. Er kämpfte aber nicht mit Waffen, sondern mit Petitionen und Debatten im Berliner Reichstag. Er hat den deutschen Rechtsstaat vorgeführt. Er hat gelernt in Deutschland, wie macht man sowas, wie löst man Konflikte nach rechtsstaatlichen Mitteln. Eine bis dahin einzigartige Widerstandsbewegung der Kolonialzeit und eben auch ein Justizskandal. Um dessen Aufklärung und die Rehabilitation von Rudolf Douala Mangabel kämpft auch seine Urenkeltochter, Prinzessin Marilyn. Sie ist extra zur Premiere der Installation nach Kassel gekommen, ins Ruhrhaus der Documenta. Diese Installation hat mich wirklich sehr berührt. Besonders die Ernsthaftigkeit, die der Künstler an den Tag legt. Ich glaube, dass es ganz wichtig für junge Menschen ist, aber auch für die Deutschen, sich wieder an die Kolonialgeschichte zu erinnern. Das ist eine ganz besondere und sehr einzigartige Geschichte. Und ich finde, es muss mehr publik gemacht werden. Und das macht Henrik Langsdorff auch weiterhin. Sein nächstes Ziel, eine Ausstellung im Oktober.